Demo teilzunehmen. Und zwar wegen dem Fall Uri Jalloh, der hier in einer Polizeidirektion in Dessau bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Das ist halt ein Fall, wo die Menschen, die dafür gesorgt haben, leider nicht die gerechte Strafe bekamen, wie sie uns vorstellen. Und dafür demonstrieren wir halt seit mittlerweile 15 Jahren. Der Staatsanwaltschaft Dessau, der damals diese Ermittlungen hatte, er hatte gesagt, sofort, ohne diese Ermittlung, hat er gesagt, Uri Jalloh hat sich selbst angesprochen. Überall diese Fakten hinaus, die die Polizei, wenn ihre Leute im Maßnahmen nehmen, dann sollen die dort sicher sein. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Und alle, die ihr hier steht, haben wir noch von keinem von euch irgendetwas dazu gehört. Mag sein, dass einige von euch das auch scheiße finden, aber hoffentlich klappt es nicht. Und das steckt unter euren Stiefeln, das steckt unter euren Helmen, das steckt unter euren Uniformen, das werdet ihr nicht mehr loswerden. Kommt ihr jetzt erst her und bringt euch eure Zeugen. Bei der Staatsanwaltschaft vor die Tür, damit sie sich die Tatwerkzeuge nochmal angucken können. Mit solchen Feuerzeugen übrigens kann man feuerfeste Matratzen nicht anzünden. Gegenüber der Politik, dass auf jeden Fall viel härtere Sanktionen gegen vor allem solche Taten ausgesprochen werden und dass da auch wirklich ein Zeichen gesetzt wird. Ja? Weil ich meine, es kann nicht sein, dass Menschen bei lebendigem Leibe hier in unserem Land verbrennen, ja? Und zu Unrecht auch verhaftet werden, dass es Racial Profiling gibt, dass ja, andersfarbige Menschen irgendwie auf offener Straße einfach angehalten werden. So. Vom Allgemeinen eine Auflösung des Gesellschaftsverhältnisses, die dazu geführt haben. Eine Dekolonialisierung von Europa, eine Abschaffung der Festung Europas und eine Abschaffung von kolonialen Kontinuitäten, die zu dem Mord geführt haben. Wäre es kein Mord, wäre es doch schon längst aufgeklärt. Diese Todesfälle im Polizeigewahrsam in einer gefließten Isolationszelle sind nicht aufgeklärt, weil doch polizeiliche Gewalt dahinter steckt.